Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich immer sehr, die hessischen Parteifreunde bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen. Sie haben ja ein fantastisches Team hier in Ihrem Kreis. Alle, die heute sprechen, das freut mich sehr, dass wir so einen konzentrierten Abend hier in Hessen haben werden. Und wir haben ja auch wahrlich eine Zeit, wo die Themen uns besonders drängen. Natürlich einmal klar die Bundestagswahl als solche und was gegenwärtig in der Parteienlandschaft geschieht, aber dann auch, und das ist gerade für uns als AfD ja nicht ganz unwichtig, Sie werden es mir nachsehen, als Innenpolitiker, der mit Migration und Integration befasst ist, innerer Sicherheit. Das Thema Afghanistan hat ja, und das ist für uns als AfD sehr relevant, diese Thematik noch einmal auf die Agenda gesetzt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir der Bevölkerung klar machen, welche Gefahr da droht, Stichwort ein zweites 2015. Und dass man das also ausgerechnet jetzt an der Gruppe der Afghanen zu exerzieren gedenkt, das ist wirklich dermaßen unfassbar. Lassen Sie uns darüber ein paar Gedanken miteinander teilen. Wobei es ist ja so, wenn wir das jetzt mal verbinden mit der Situation der Bundestagswahl, dieses Thema Afghanistan wird eigentlich unter dem Hinblick als Wahl mitentscheidend, nachrichtentechnisch bewusst kleingehalten. In den Spitzenkandidatenrunden ist es praktisch gar kein Thema. Da ziehen Laschet, Scholz und Baerbock mit den Journalisten an einem Strang nach der Devise Afghanistan unter keinen Umständen zum Wahlkampfthema machen. Lieber Waldbrände, Kohleausstieg, Tempolimit in den Vordergrund rücken und das Ganze dann labeln mit einem Etikett als existenzbedrohend. Wer jetzt kein Lastenfahrrad hat, kauft sich keines mehr. Die linken Medien, von denen sich aber in den Meinungsumfragen ein Drittel als grün bezeichnet, die haben eben die Diskurshoheit inne, selektieren vor, was diskutiert werden soll, entscheiden, wer in den einschlägigen Formaten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu Wort kommen darf. Aber meine Damen und Herren, ich denke, wir wissen alle, nicht die Frage des Klimas ist existenzbedrohend, sondern unter anderem eben die der Migration und mir immer auch ganz wichtig, die der Demografie. Wie es eigentlich aussieht mit dem Weitertragen, Weiterleben des deutschen Volkes, insbesondere vor dem Hintergrund einer aggressiven Immigrationspolitik. Und wenn da nicht gegengesteuert wird, dann fliegt der Laden auseinander und lange bevor irgendeine Solaranlage auf dem Dach montiert werden konnte. Und ich denke, es verdient eben darauf, aufmerksam zu machen und auf die Aufgabe. Das ist wirklich die Aufgabe der AfD und das, meine Damen und Herren, wollen wir miteinander tun. Denn es sind doch wirklich absurde Verhältnisse. Sie kennen vielleicht diese Umfrage, die es da gegeben hat, unter den Afghanen. 99% der Afghanen wollen, dass kriminelle und menschenrechtswidrige Scharia System, Rechtssystem, man scheut sich das Rechtssystem zu nennen, weil es eigentlich unvereinbar ist mit den Menschenrechten. Man muss nur wissen, das ist die Bevölkerung, der Westen glaubte aufoktroyieren zu können, seine Wertvorstellungen und dafür die unter anderem deutsche Soldaten mit verheizt hat. Die wurden in Afghanistan verheizt, während gleichzeitig, das macht es ja noch absurder, Hunderttausenden wehrfähigen afghanischen Männern die Verteidigung ihres Landes anscheinend nicht zumutbar zu sein scheint. Die sitzen am Kudamm oder in Neukölln in der Sonne auf der Straße und trinken Kaffee. Meine Damen und Herren, desertieren darf sich doch nicht lohnen. Es kann nicht sein, dass wir unsere Jungs dahin schicken und die anderen kommen hierher, machen sich einen lauen Lenz. So kann es nicht bleiben. Die können ja dahin nicht abgeschoben werden. Dafür werden sie jetzt versehentlich sogar wieder eingeflogen. Man stelle sich das mal vor. Aber ich frage Sie, warum eigentlich sollen ausgerechnet Islamisten und Gewalttäter gegenüber Frauen eigentlich nicht in ein Taliban-geführtes Afghanistan abgeschoben werden können? Da sind sie doch unter ihresgleichen. Die Fehleinschätzung der Situation in dem Land, die beginnt ja jetzt nicht erst bei dem Abzug, sondern eigentlich schon Jahre davor. 9/11 war zwar ein ganz schrecklich schlimmes Ereignis, aber es war strukturell ein Terroranschlag. Es war ja nicht so,
dass dann hunderte von Landungsbooten kamen, die New York erobern wollten. Das war insofern eigentlich kein NATO-Fall. Deutschlands Sicherheit wurde mitnichten, war mitnichten am Hindukusch zu verteidigen. Da begannen schon die Fehler, dass wir uns da mit haben hineinziehen lassen. Dann planloses Handeln vor Ort, dann die Utopien eines Nation-Building ohne jede Grundlage in der Bevölkerung. Man muss wissen, die Stammesgebiete vieler afghanischer Stämme, Tadschiken, Pashtunen, die gehen über die Staatsgrenzen hinaus, sodass eventuelle Flüchtlinge, wenn es sich dann jetzt überhaupt dort gibt, bestenfalls doch in Nachbarländern unterzubringen werden, in vertrauter kultureller Sphäre, in vertrauter sprachlicher Umgebung. Deutschland und Europa sind mitnichten a priori für die Aufnahme von Afghanen zuständig und jeder dort tätige Bundeswehrsoldat, Sie haben vielleicht von diesen Berichten gehört, die die ehemaligen Bundeswehrsoldaten dort über die Zusammenarbeit mit diesen sogenannten Ortskräften abgegeben haben, die sagen, Vorsicht, kein Vertrauen zu den Ortskräften, die haben uns auch nur für ihre Ziele benutzt, die wurden top bezahlt, bekamen Kleidung und Essen, haben uns dann mal bei Gelegenheit verraten, wir mussten sehr aufpassen, die machen da ihr Ding. Es ist mitnichten so, dass jeder von denen ein Freiheitskämpfer für die Demokratie ist. Also auch da Augen auf. Aber Heiko Maas von der SPD sieht eine neue Chance, Geld aus Deutschland wegzuleiten und außerdem noch Ausländer ins Land zu holen. Für einen SPD-Politiker unwiderstehliche Gelegenheit. Und man muss ja sehen, das Terrorsystem, für dessen Bekämpfung der Westen tausende Soldaten hat sterben lassen. Ja, wir bei uns waren es 59, schlimm genug, aber bei den Amerikanern waren das ganz andere Zahlen. Dieses Terrorsystem soll jetzt de facto durch Hilfszahlungen in Wirklichkeit wieder gestützt werden. Wir sind schon wieder dabei, Otto und Maas, was hat er gesagt? Es führt kein Weg an Gesprächen mit den Taliban vorbei. Doch, natürlich führt er ein Weg vorbei. Lasst einfach die Regime zusammenbrechen, dann schwindet auch die eventuelle Unterstützung in der Bevölkerung. Lasst mal den Unmut in der Bevölkerung wieder entstehen, dann stehen die diesen Leuten vielleicht auch anders gegenüber, anstatt so ein Regime de facto zu stützen. Aber es ist immer dasselbe bei unseren Altparteienpolitikern. Es ist immer diese moralische Schaumschlägerei, mal planloser Aktionismus, aber immer verbunden mit dem deutschen Größenwahn, an der Spitze des Weltgewissens zu stehen, an der Spitze der Weltenrettung. Hier wieder gepaart mit tödlichem Dilettantismus von AKK und Maas, deren Unfähigkeit im Außen- und Verteidigungsministerium könnte durchaus dazu führen, dass dann hier eben doch noch vereinzelt auch das Nichtstun, das verspätete Handeln Menschenleben kostet. Und so ein Versagen würde unter normalen Umständen, wenn die Regierung von der vierten Gewalt in der Presse mal kontrolliert werden würden, eigentlich nur eine einzige Konsequenz erlauben, nämlich sofortigen Rücktritt. Und das wäre eigentlich normal. Aber dieselben Leute, die über Jahre die Lage in Afghanistan verkannt haben, die glauben nur, dass man, was man da nicht geschafft hat, dass man die Afghanen dann eben in Deutschland integrieren soll, wenn es schon in Afghanistan nicht funktioniert mit dem Einbindung in eine Demokratie. Allerdings, ich habe es bereits zitiert, laut Umfrage begrüßen 99% der Afghanen die Scharia. Es gibt hier die Kriminalstatistiken, auch im Zusammenhang mit Zuwanderung. Das sind dann immer sofort Zehntausende von Straftätern. Die Beschäftigungsquote, über 40% von denen sind Hartz IV, na danke, davon will man also noch mehr, meine Damen und Herren. Wir als AfD sagen, nein, das ist schlicht nicht in unserem Interesse. Aber es ist gar nicht so getrennt, die Außenpolitik und die Innenpolitik, denn dieses nicht wahrhaben wollen, der Unüberbrückbarkeit kultureller Unterschiede, auch den Preis von Menschenleben, Milliarden Kosten in der Sicherheit, in Afghanistan, was wir jetzt erlebt haben, das korrespondiert in fataler Weise mit derselben Uneinsichtigkeit betreffend die Lage hierzulande. Den fehlenden Willen und das fehlende Vermögen mancher Afghanen, Afrikaner, sich im modernen, aufgeklärten Westen zu integrieren und leider zu oft überhaupt an Recht und Gesetz halten zu wollen. Tausende Soldaten der internationalen Streitmacht
sind in Afghanistan für diesen verhängnisvollen ideologischen Starrsinn geopfert worden. Wir müssen uns fragen, wie viele Deutsche, wie viele Opfer, denken Sie an die bei Gruppenvergewaltigungen hierzulande 20-fach überrepräsentierten Afghanen, wie viele Milliarden Euro, wie viele Verluste an innerer Sicherheit, an Verluste bei der Bildung, bei staatlicher Kohärenz und Funktionsfähigkeit soll noch hierzulande der gleichen verbohrten, ideologiegetriebenen Uneinsichtigkeit weiter Jahr für Jahr geopfert werden. Diese Regierung hat sich mit diesem Kurs aufs Schwerste schuldig gemacht. Sie muss weg, und zwar nachhaltig, und all die alten Parteien, die den gleichen Kurs fahren, bitte gleich genauso. Und dann hören wir von diesen berühmten Fehleinschätzungen. Wir haben uns geirrt. Alle hätten nicht wissen können, dass demnächst das ganze Land an die Taliban gehen würde. Ja, der BND, unsere Nachrichtendienste haben es irgendwie nicht ausgekriegt. Was für ein Blödsinn. Es reichte jeden Abend schlicht, die Abendnachrichten zu schauen und zu bemerken, dass die Taliban einfach Tag für Tag, Woche für Woche widerstandslos durchs Land Richtung Hauptstadt rollen. Es gab praktisch keine Kämpfe. Die Terroristenbande, für deren Bekämpfung tausende westliche Soldaten ihr Leben ließen für die Freiheit der Bevölkerung, wurde von den Einheimischen als unsere Leute begrüßt. Die Ausländer blieben die anderen. Es war klar, dass binnen Kurzem auch Kabul in ihrer Hand sein würde. Und wenn dann also eine Ortskraft oder irgendwer, der sich dafür hält, also um sein Leben fürchtete, weil es völlig absehbar war, wie schnell das dann gehen würde, dann hätte er tunlichst vorher durchaus rechtzeitig das Land verlassen können, in der Richtung Pakistan oder Iran. Aber die sogenannten Ortskräfte taten nichts dergleichen. Sie selber fanden es vielleicht wichtiger, auf das goldene Ticket in Richtung Westen zu warten. Das scheint das Risiko ja dann wert gewesen zu sein. Von lebensbedrohter Flucht, meine Damen und Herren, war jedenfalls dann nicht so viel zu sehen. SPD-Heiko Maas will jetzt Entwicklungshilfe für dieses Terrorregime. Deutschland und die UNO sollen die Leute, für deren Bekämpfung man die eigenen Männer in den Tod schickte, jetzt stützen. Dass die als erstes in Herat und anderswo, bei Kunduz und Mazar-i Sharif, die minderjährigen Mädchen zwangsentführten, dort einsammelten für die lebenslange Vergewaltigung durch ihre Kämpfer, sprechen wir es mal aus. Das ist alles überhaupt nicht lustig. Solche Fakten stören da nur. Wir müssen ja mit den Leuten reden. Und so, es ist pervers, was da abgeht. Die Taliban, ja, es ist wirklich so, es ist ein Skandal. Kürzlich, noch ein Schlaglicht, die Taliban-Bildungsbehörde legt jetzt Regeln für das Verhalten von Frauen an privaten Universitäten fest. Sie müssen unter anderem ihr Gesicht verhüllen durch den Niqab. Das ist so eine Kopf- und Gesichtsbedeckung, die lässt nur so einen schmalen Schlitz für die Augen frei. Ein Universitätsprofessor sprach bei dieser neuen Regelung von einem positiven Schritt. Auch müssen sie getrennt von Männern und natürlich nur von Frauen unterrichtet werden, und sie sollen die Unterrichtsräume 5 Minuten vorher verlassen und in speziellen Räumen warten, bis alle Männer das Gebäude verlassen haben. Das ist offenbar als erstes mal eine 500 Millionen deutscher Steuergelder wert. Diese Heuchelei der deutschen Politik feiert dort wirklich gerade besondere Kapriolen, und die Art und Weise, wie das nicht hier in Deutschland auch im Wahlkampf thematisiert wird, sondern stattdessen davon geredet wird, ja, das sind vielleicht 500 Ortskräfte, nein, es sind 10.000, ach nein, es sind eigentlich 70.000. Sie merken schon, das zweite 2015 des Armin Porters, wie das versucht wird auszublenden, ist seinerseits ein Skandal, denn wir alle wissen, was das für die innere Sicherheit bedeutet, und wir alle wissen, dass die große Linkspartei, die aktuell Rot-Rot-Grün heißt, nach ihren aktuellen Facetten nichts anderes vorhat, als die Leute hier zu dulden, wenn man sie nicht offiziell irgendwie anerkennt als Schutzbedürftige und dann nach Ablauf von ein paar Jahren ihnen die Wahlberechtigung zu verleihen. Nun, der Migrationsexperte Knaus, das ist diese bekannte Soros-Marionette, die dessen Pläne zur Zerstörung gewachsener Nationalstaaten immer noch im Bundmenschensprech übersetzen und so in die Tat umsetzen soll. Dieser Gerhard Knaus
hat die Bundesregierung jetzt anlässlich Afghanistan aufgefordert, zusätzlich jährlich mindestens 40.000 Migranten aufzunehmen. Von einem solchen Programm umfasste Personen seien ja leichter zu integrieren, da ihr Schutzstatus bereits von vornherein bei der Einreise feststünde. Auf die Logik muss man auch erstmal kommen. Kürzlich hatte er schon Aufnahme von Afghanen gefordert, das war schon 2015 Merkels Vorreiter. Und an sich, meine Damen und Herren, ist die Meinung der Bevölkerung hier klar. Die Mehrheit ist gegen eine Verteilung von Afghanen in den Ländern der EU. Man will sie natürlich in den Nachbarländern Afghanistan untergebracht sehen. Da erfahren wir dann aber von den Medien, wenn Sie das Heute-Journal schauen oder so etwas, ja, das ist unzumutbar, wird gesagt, diese Länder hätten ja schon genug mit eigenen Problemen zu kämpfen, heißt es dann. Ach ja, für Usbekistan soll die Aufnahme usbekischer Afghanen, die dieselbe Sprache, dieselbe Kultur, dieselbe Religion haben, unzumutbar sein. Für Deutschland aber nicht. Pakistan ist wegen seiner Unterstützung der Taliban politisch mitverantwortlich. Die größte afghanische Bevölkerungsgruppe, der Pashtunen, ist die zweitgrößte in Pakistan. Trotzdem verweigert Pakistan jede Aufnahme. Kein Wunder, hat sich doch ein Außenminister aus Deutschland angekündigt, der auf der Suche nach afghanischen Einwanderern ist. Maas bemüht sich angesichts seiner sinkenden Umfragewerte, laut UNSA will jeder zweite Deutsche seinen Rücktritt, um ein neues Profil. Nicht mehr der, der die Lage in Afghanistan komplett verkannt hat, sondern der, der ein freundliches Gesicht gegenüber auswanderungswilligen Afghanen zeigt. So hofft er, Sympathien am linken Rand des politischen Spektrums zu gewinnen, hofft, in der nächsten Regierung als Minister wieder gesetzt zu sein. Dafür reist er jetzt torschlusspanisch von einem afghanischen Nachbarland zum nächsten und lässt wissen, dass Deutschland bitte 70.000 Afghanen aufnehmen möchte. Warum 70.000? Wir haben eben doch Wahlkampf. Baerbock hatte kurz vorher 50.000 gefordert. Da will Maas natürlich nicht zurückstehen und sich als Weihnachtsmann mit dem noch größeren Geschenkesack für linke Gutmenschen präsentieren. Dabei werden diese sogenannten Ortskräfte nur als Einfallstor-Argument bemüht, um etwaigen Widerspruch der Bevölkerung von vornherein das Wort abzuschneiden und die Bevölkerung hierzulande moralisch zu knebeln. Die Regierung hat doch gerade erst vorgeführt, dass sie bei ihrem rechtsstaatlichen Blindflug dort vor Ort, selbst nach ihren eigenen viel zu weit gefassten Kriterien, mehr als 90% Unberechtigte eingeflogen hat. Denn klar, die Taliban kontrollieren den Zugang zum Flughafen, die Eingeflogenen stellen also schon eine Vorauswahl der Taliban dar, wer sich am besten ins Flugzeug vordrängen kann, nach den Bildern fast ausschließlich Männer, dem winken als Preis hierzulande lebenslange Sozialleistungen. Diese Situation würde sich dann an den afghanischen Außengrenzen einfach eins zu eins wiederholen. Was es jetzt bräuchte, wäre eine Minimierung der Pull-Faktoren. Das sagen wir schon immer. Sach statt Geldleistungen, Grenzen schützen, Zuwanderer konsequent in sichere Drittstaaten zurückweisen, hundertprozentige Durchführung von Abschiebungen. Natürlich demnächst auch ins von Deutschland finanziell unterstützte Taliban-Land. Abschiebehindernisse dürften doch dann eigentlich entfallen, wenn man da so kooperiert. Es muss daran erinnert werden, die Statistiken belegen es. Afghanen sind sogar in Deutschland besonders schwer zu integrieren. Sie sind kriminell auffällig, sagte schon über 40% Hartz-IV-Bezieher. Bekanntlich sind auch schon mehrere abgeschobene Straftäter jetzt mit dem Evakuierungsflieger aus Kabul wieder eingereist und haben neue Asylanträge gestellt. Sicherlich werden diese ausgiebig geprüft und sicher wird es diesen Menschen, diesen geflüchteten Menschen, am Ende nicht zumutbar sein, unter einer Regierung ihresgleichen, den kriminellen Terror-Taliban, leben zu sollen. Gegen die kämpfen dürfen nur deutsche Bürger dort sterben. Ihre Gesinnungsgenossen dürfen sie es jetzt hier wohl sein lassen. Was für eine Perversion, aber alle bleiben im Amt und lächeln in die Kameras. Hier gilt es die Bevölkerung, hier gilt es den Wähler, schonungslos die Augen zu öffnen, was hier eigentlich abläuft, meine Damen und Herren. Die meisten Länder in Europa außerhalb Deutschlands ticken da viel normaler. Die wollen keine Aufnahmen machen. Polen hat es abgelehnt, Tschechien
Und die Slowakei haben die Afghanenaufnahme abgelehnt. Österreich, ganz prominent. Und Ungarn natürlich. Dänemark. Griechenland hat einen 40 Kilometer langen, 5 Meter hohen Grenzzaun zur Türkei hingebaut. Mit elektronischem Überwachungssystem und Beobachtungstürmen. Aber eine EU-Kommissarin Johansson kündigt trotzdem ein Neuansiedlungsforum an, wo es um sichere und legale Wege, Merkel, wir machen aus Illegalität Legalität, sagt jeder Mafia-Boss, wo es um sichere und legale Wege der Neuansiedlung von Afghanen in Europa gehen soll. Das ist geradezu kriminell, denn von den sogenannten Flüchtlingen ist diese Gruppe nach den Syrern die zweitkriminellste. Ich habe schon gesagt, bei Gruppenvergewaltigung 20-fach überrepräsentiert, bei Mord und Totschlag 10-fach. Man soll doch nicht glauben, dass sich daran irgendwas auch von dieser Scharia-Konferenz, 99% der Afghanen befürworten die Scharia, irgendwas ändert durch Grenzübertritt nach Deutschland. Afghanen praktizieren in Deutschland bereits die Scharia. In Gießen bekommt ein afghanischer mehrfachstraffälliger Asylbewerber für die Vergewaltigung einer 13-Jährigen ein Jahr und 8 Monate. Natürlich auf Bewährung. Grund für dieses Schandurteil? Die Sozialprognose des Angeklagten, der sich weder entschuldigt noch reue gezeigt hatte, sei so günstig. Dazu muss man wissen, er hatte bereits 2018 eine behinderte 11-Jährige vergewaltigt und diese an 2 afghanische Freunde weitergereicht. Auch dafür damals Bewährung. Die Rechtsbeugung durch deutsche Richter für ausländische Schwerverbrecher scheint inzwischen keine Grenzen mehr zu bekommen. Nächstes Beispiel, Berlin. Da verletzt ein Afghaner vor wenigen Tagen eine Gärtnerin mit Messerstichen in den Hals, lebensgefährlich. Auch ein Passanten, der ihr zu Hilfe kam. Klassischer Fall, er hält sich erst seit 2016 hier auf und nicht minder klassisch, er sei psychisch krank. Er störte sich daran, dass sie als Frau einer Arbeit nachgehe. Da stach er ihr halt mit einem Messer gezielt in den Hals. Der hat schon versucht, Nachbarn zum Islam zu bekehren. Was tat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft zunächst? Inzwischen haben sie es geändert. Ja, es sei kein Tötungsvorsatz, da er plötzlich irgendwann aufgehört habe, zuzustechen, hieß es zunächst. Man glaubt, man hört nicht recht, wer den Hals sticht, will töten, da verläuft die Halsschlagader. Aber die Berliner Justiz hat wohl andere Prioritäten als das Leben der eigenen Bürger. Nochmal Berlin. Da wird eine 34-jährige Afghanin, zweifache Mutter, von ihren arbeitslosen Brüdern, 22 und 25 Jahre alt, ermordet. Laut Landeskriminalamt aus gekränktem Ehrgefühl. Der westliche Lebensstil hätte die Ehre der Familie verletzt. Sie wollte sich von ihrem Mann trennen. Ein sogenannter Ehrenmord, wie er im Buche steht. Die Berliner Integrationssenatorin Breitenbach findet das nicht. Es sei kein Ehrenmord, sondern Femizid, also Frauenmord. Nicht die Herkunft der Täter sei entscheidend, sondern ihr Geschlecht. O-Ton Breitenbach: Ich habe leider keine Idee, wie man Männer besser integrieren kann. Das ist eine Dame, die auch verkündet, dass in Berlin Platz sei für 1300 Afghanen und man weitere Unterkünfte aktivieren werde. Die lehnte es schon 2018 ab, damals leerstehende Heime mit Platz für 3000 Menschen etwa mal für Studenten oder Obdachlose bereitzustellen, denn wir brauchen Unterkünfte für Flüchtlinge. In einem Brief an die Flüchtlingsheime gab sie juristische Tipps zur Verhinderung von Abschiebungen, wie etwa Polizisten nicht einzulassen. Jüngst forderte sie eine verfassungswidrigere Migrantenquote im öffentlichen Dienst von 35%. Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt auch gegen sie, weil sie 40.000 Euro Fördergelder für ein Migrantenprojekt genehmigte, obwohl das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, was in Berlin links genug ist, dringend abriet, da das Geld ganz offensichtlich zweckentfremdet würde. Mit so einem Profil ist man in Berlin Senator. Es geht auch anders. Der ehemalige Bürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowski, machte klar, so wird er zitiert, wo es hingeht. Die Zahl der Muslime, führte er aus, wird sich in Deutschland vervielfachen. Ihr politischer Machtanspruch wächst, ihr Streben nach Dominanz ebenso und weiter wörtlich.
Toleranz gegenüber Andersdenkenden, ein selbstbestimmtes Leben, persönliche Freiheit, ein humanistisches Weltbild, Dinge, die eine moderne demokratische Gesellschaft prägen. Da passt vordemokratische, widerspruchslose Gehorsamspflicht einer gottgegebenen Ordnung nicht. Die muslimische Weltsicht, so immer noch wörtliches Zitat Buschkowski, die muslimische Weltsicht ist mit dem demokratisch-westlichen Wertekanon nicht kompatibel. Ende des Zitats. Ich lasse das mal, diese Mitteilung aus der SPD, lasse ich mal so stehen. Ja, wir haben natürlich noch andere Themen. Ich will heute nicht so viel über Corona sagen, nur eins, die Regierung hat ja inzwischen die Ungeimpften als Sündenböcke entdeckt. Dafür, dass nicht sofort Normalität für alle einziehen kann, sind nur diese bösen Ungeimpften dran schuld. Und das bei einer Wirksamkeit von nur 42% des BioNTech-Impfstoffs gegen Neuansteckung. Wenn man überlegt mal, da hilft auch eine 100%ige Impfquote dann nicht. Malta etwa hat trotz über 90%iger Impfquote ebenfalls eine neue Corona-Welle. Und Sie werden es vielleicht gehört haben, die natürliche Immunisierung durch eine durchgebrachte, überwundene Ansteckung ist laut einer Studie aus Israel 13 Mal effektiver gegen Corona als die Impfstoffe. Also die ganze Fokussierung in der öffentlichen Debatte ist da fehljustiert. Dieses staatlich verordnete Koma für Wirtschaft, Kultur, öffentliches Leben, das muss jetzt beendet werden. Die Spaltung der Gesellschaft, etwa durch 2G, muss verhindert werden. Die universelle Geltung der im Grundgesetz verbrieften Grundrechte, die muss doch wieder Normalsituation, nicht unter Rechtfertigungszwang stehende Ausnahme sein. Ich habe im Innenausschuss seinerzeit, als diese Gesetze kamen, den Rechtsexperten bei der entsprechenden Sitzung mal gefragt, es ist ja vorstellbar, dass bei einer Infektion um Willen des Schutzes eines höheren Rechtsgutes, des Lebens, andere Rechtsgüter temporär eingeschränkt werden. Das kann sein. Dann leiten Sie mir doch bitte mal klar ab, inwieweit diese Maßnahmen angezeigt, hinreichend und vor allem notwendig sind, also die erfolgten Grundrechtsbeschränkungen für die Wahrung des Lebensschutzes und das Ganze auch noch vermittelt über den Indikator der Inzidenz 50. Bitte mal diese beiden logischen Implikationen klipp und klar ableiten, wenn Sie hier einfach Grundrechte aufheben. Die Antwort hielt sich in Grenzen. Man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, auch auf Nachfrage nicht, deren Denke ist, wir haben es doch ins Gesetz geschrieben. Ja, es steht doch im Gesetz, das haben wir doch verabschiedet, damit ist die Frage für uns erledigt. Mit anderen Worten, temporäre Grundrechtsaussetzungen werden gar nicht mehr als begründungsbedürftig, was hier theoretisch sein könnten, um Willen des Schutzes eines höheren Gutes selber empfunden, sondern es ist eine pure Arroganz der Macht, mit dem die Leute das durchziehen, und ich habe sie im Verdacht, es ist auch ein Testlauf für das, was uns demnächst unter einem Klimanotstand noch an weiteren Grundrechtsbeschränkungen aufgeführt wird. Es sind einfach zu viele gebrochene Versprechen. Sie haben immer gesagt, anderthalb Jahre lang kein indirekter Impfzwang wird es nie geben. Sie haben immer gesagt, wenn alle ein Impfangebot haben, dann kann zur Normalität zurückgekehrt werden. Ja, meine Damen und Herren. Und da beschwert sich diese Regierung über Vertrauensverlust. Wir als AfD haben von Anfang an darauf hingewiesen, so geht es nicht, so kann man mit den Bürgern nicht umgehen. Ja, und wir befinden uns nun direkt vor der Bundestagswahl, also richten wir unseren Blick auf die politischen Akteure. Die GroKo liest ja den Grünen, das ist so Bestandteil des Systems Merkel, jeden Wunsch von den Lippen ab. Ob bei EU-Schuldenunion oder bei Import der Migranten nach Deutschland. Es stimmt nämlich gar nicht, wie die Grünen behaupten, dass in der Klimapolitik nichts gemacht wurde. Es bringt nur nichts. Und warum? Weil die GroKo immer nur eigentlich unsinnige grüne Ideen kopiert hat. E85 Biokraftstoff, erneuerbare Energiengesetz, Atomausstieg,
immer alles, um die Partei der Klimascharlatane zufriedenzustellen. Die verfehlte Klimapolitik ist Folge von zahlreichen Sofortprogrammen nach jeder Wahl. Der ganze Ansatz ist doch verfehlt, wenn man steuerliche Zusatzbelastungen, CO2, einführt, die von den Vermögen einfach geschluckt werden, während ärmere Ausgleichszahlungen wie Klimageld bekommen sollen. Im Endeffekt haben wir dann mehr Steuern und Bürokratie. Das ist dieses verheerende Denken von Grünen und SPD, es wäre unbegrenzt viel Geld vorhanden, kommt ja wahrscheinlich aus dem Wasserhahn oder aus der Steckdose, und es käme nur darauf an, es in die Hand zu nehmen. Heraus kommt dann sowas wie die E-Auto-Prämie oder die Subvention von Lastenfahrrädern. Wem das Klima wirklich wichtig wäre, der dürfte doch gerade nicht aus der sauberen Kernkraft etwa aussteigen. Dem Mieter. Das Thema Atommüll und Reaktorsicherheit ist bei aller Komplexität doch technisch weniger komplex, als die gesamte Weltwirtschaft zu dekarbonisieren. Man sollte auch funktionstüchtige Infrastrukturen und über Generationen erarbeitete Wertschöpfungsketten, Verbrennungsmotor, einfach erstmal weiterlaufen lassen, denn wenn neue Technologien durch smarten Erfindungsgeist gepaart mit wirtschaftlichem Sinn soweit sind, dann setzen sie sich von alleine durch und dann weltweit, statt unbedingt immer wieder einen ideologischen deutschen Sonderweg in die Verarmung zu suchen. Das ist wirklich grüner Nonsens, davon brauchen wir nicht mehr nach der Bundestagswahl. Aber genau das läuft gerade, die Grünen verkleistern ihre Absicht mit Wohlfühlfloskeln, die etwa klimagerechten Wohlstand schaffen. Ja, in diesem Vanilleton, in dem diese Dinge formuliert sind. Wo also einfach nur drei beliebte Worte zu einem Begriff verschmolzen sind. Nachdem sich Baerbock und Laschet jetzt diskreditiert haben, da soll auf einmal von vielen Scholz angeblich als Kandidat erwogen werden. Nun, wenn das so wäre, das wäre eine reine Übersprungshandlung. Bei der Wahl zwischen zwei schlechten Alternativen wählt man plötzlich Option 3, ohne sie vorher näher geprüft zu haben. Denn meine Damen und Herren, Scholz wurde mitnichten von der SPD aus tiefer innerer Überzeugung zum Kandidaten erhoben, sondern weil man glaubte, dass er gegenüber der mehrheitlichen Wahlbevölkerung am besten das eigentlich im Hintergrund liegende Erscheinungsbild der SPD überblenden kann. Das Herz der Partei haben als Vorsitzende Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans seinerzeit vorgezogen. So, jetzt ist besser, glaube ich. Ja, vielen Dank. Jetzt aus. Vielen Dank. Danke. Das Herz der SPD schlägt in Wahrheit ganz woanders. Scholz aber, dessen sprichwörtliche Langweiligkeit, Stichwort Scholz-O-Mat, die soll mal wieder als Seriosität verkauft werden. Der wird dann nach der Wahl mit Rot-Rot-Grün scharf links abbiegen. Ja, da soll man sich überhaupt nichts vormachen. Das ist eine reine Täuschung des mittleren Felds der Wählerschaft. Scholz war es, der in seiner Untätigkeit und Unfähigkeit beim G20-Gipfel in Hamburg es zuließ, dass seine linken Freunde ganze Stadtteile in Bürgerkriegsgebiete verwandelten, Straßen und Autos in Schutt und Asche legten. Und diesem Mann, bitte, soll jetzt Deutschland anvertraut werden? Geht's noch? Einem Mann, der mit Steuermilliarden umgeht wie mit Silvesterknallern? Meine Damen und Herren, das kann doch wohl nicht sein. Scholz leidet auch an Gedächtnislücken, wenn es darum geht zu erklären, wie nach mehreren persönlichen Gesprächen plötzlich die Warburg Bank in Hamburg keine über Cum-Ex ergaunerten Steuergelder mehr zurückzahlen musste. Für die Hamburger feine Gesellschaft mit SPD-Connection, da gibt es Sonderregeln. Aber den Mittelstand will man mit einer Vermögenssteuer zur Kasse bitten. Dabei wird der doch schon überlastet. Die Inflation auf höchstem Wert seit dem Anfang der 90er Jahre. Wohneigentum
Unerschwinglich. Wer sich die Luxuswohnung nicht leisten kann, aber für die Sozialwohnung nicht die Voraussetzungen erfüllt, der wird auf dem Wohnungsmarkt dazwischen zerrieben. Familiengründung werden durch hohe Steuern und Abgabenlast erschwert. Aber die SPD denkt sich mit Grünen und Linken immer neue Belastungen aus. Das Spiel heißt, immer neue Geldtöpfe wie Aufbaufonds für seriös klingende Zwecke erfinden, um dann daraus EU-Geschenke, Migrantenversorgung und andere linke und antideutsche Zwecke, antinationale Ziele zu bedienen. Findet sich gerade mal kein Ausländer, na dann stecken wir es in den Kampf gegen rechts. Überhaupt, meine Damen und Herren, die GroKo-Parteien, dass SPD und CDU überhaupt noch gewählt werden, das ist häufig Sehnsucht nach der gemütlichen alten Bundesrepublik. Aber genau diese Parteien schicken sich an, das Land jetzt bis zur Unkenntlichkeit zu verändern. Die Grünen pflegen ja das Narrativ, die GroKo hätte versagt und die Zukunftsthemen nicht bespielt, jetzt seien sie mit ihren Zukunftsthemen dran. Um dem dann wiederum zuvorzukommen, müssen wir jeden durch die GroKo vorweggenommenen grünen Unsinn erdulden, nur damit schon jedes grüne Thema bedient ist, man hofft so zu überleben. Das ist ja die Methode Merkel, die Politik aller relevanten politischen Mitbewerber, die von der Linkspresse gehypt werden, mit vorwegnehmen, um weiter in den Umfragen oben zu schwimmen, wie das Fettauge auf der Suppe. So haben wir seit 16 Jahren de facto eine grüne Kanzlerin und grüne Politik. Die Grünen haben Merkel längst eingemeindet. Bei der Debatte um den Diesel hat Hofreiter seine Merkel aufgefordert, noch mal ein Machtwort zu sprechen. So sehen die das. Ja? Und dieses Techtelmechtel bitte, das beruht doch auf Gegenseitigkeit. Wenn Merkel von der CDU bloß noch auf die Frage, wo sie den Wahlabend verbringt, ja vielleicht bei der Partei, die ihr politisch nahe steht, spricht, das soll dann die CDU sein. Das lässt tief blicken, meine Damen und Herren. Niemand wundert sich mehr, dass Merkel dann jetzt im Wahlkampf komplett auf Tauchstation geht. Gegenüber Scholz rang sie sich jetzt zu einer müden Distanzierung durch betreffend Koalitionswilligkeit mit der Linkspartei. Merkel tönt, mit ihr gäbe es, im Gegensatz zu Scholz, keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Was für eine ekelhafte Heuchelei. Dabei hat gerade auf Ihren Befehl die CDU in Thüringen Ramelow erst im Februar 20 und jetzt erneut an der Macht gehalten. Also lieber die sozialistisch-kommunistische Mauermörderpartei an der Macht halten, als auch nur eine bürgerliche, gedüldete eigene Regierung ermöglichen. Pfui Teufel, so viel Heuchelei, was fällt, meine Damen und Herren. Aber es kann doch bei dieser Bundestagswahl nicht nur darum gehen, ob Ultralinks oder bei Rot-Rot-Grün oder normal links mit einer Unionsregierung kommt. Um aus diesem verengten Korridor mal wieder rauszukommen, müssen die Bürger der Union zeigen, dass sie die ewige Linksverschiebung nicht mehr länger mitzumachen gewillt sind. Und der Union wieder ihre klare Präferenz für eine konservative bürgerliche Richtung aufzeigen, durch ihre Präferenz für die einzige Kraft, die das heute noch verkörpert, durch ihre Präferenz für die AfD, meine Damen und Herren. Abschaffung für die Grünen natürlich zu ihrer politischen DNA gehört, ist bei der forcierten Zuwanderung aus Afrika und Orient für die Linkspartei, die natürlich bewusst, klassenbewusst, internationalistisch denkt, Ziel, das Prekariat im Lande zu vergrößern und dem dann das zu seiner Klientel zu machen. Wir geben euch bedingungsloses Grundeinkommen und die dann irgendwann, wenn sie 8 Jahre lang geduldet worden sind, hier mit Wahlrecht zu versorgen. Bei der SPD ist so, ein Prekariat, übrigens das garantiert nichts für die Bewahrung der deutschen Kultur tun wird, ganz im Gegenteil. Bei der SPD ist es ebenfalls, neben vielleicht auch manchen Gutmenschentum, dem Rausch Geld zu verschenken, mein Gott, sind wir human, entscheidend die Umschichtung der Wählerstruktur, weg von potenziell bürgerlichen Mehrheiten hin zu Gruppen, die nicht für die Erhaltung von deutscher Nation, deutscher Kultur und ja, mittelfristig auch des Grundgesetzes stehen werden. Bei diesem großen Linksblock, Rot-Rot-Grün, steht also diese de facto Deutschlandabschaffung, diese Auflösung, sogar als primäres Ziel fest. Bei der Union
Ist es diese unter Merkel notorisch gewordene, ja zum regulativen Prinzip der Politik erhobene Unterwürfigkeit gegenüber Linkspresse und öffentlich-rechtlichen Medien? Es geht denen nur um Umfragewerte. Also immer dem schön hinterherregieren, was linke Journalisten samt entsprechender globalistischer Kreise in ihren NGOs gerade schick finden. Die Methode Merkel über Umfragen immer umzuschwimmen. Eigene inhaltliche Prinzipien, für die man steht, Fehlanzeige. Derselbe Kadavergehorsam, der diese Partei CDU schon von innen prägt, niemand muckt auf, trotz völliger Linksverschiebung, wird nun auch gegenüber den öffentlichen Meinungsmachern gepflegt. Machterhalt ist für diese Partei, CDU, CSU, ist eine Machterhaltungsmaschine, ist oberstes, ja einziges Prinzip. Ich kenne die Leute im Bundestag. Wir bringen nur die AfD wieder die Rückkehr zu politischem Rückgrat, zu politischen Prinzipien und Inhalten. Und das müssen wir den Menschen erklären, meine Damen und Herren. Das ist bei der CSU ja ein anderes. Warum wurde Söder denn von den Medien gehypt? Eben weil er selbst wiederum in unionstypischer opportunistischer Prinzipienlosigkeit die Grünen über denselben Klee lobte, um damit wieder als getreuer Schüler des Systems Merkel deren Wähler zu sich einzugemeinen. Immer diese Umarmungsmethode im System Merkel: Ich will die Wähler haben, in München sind schon, denken schon viele Grünen, dann ist die CSU auf einmal auch grün, die Journalisten sehen das, senden Söder, so funktioniert das in dieser Republik. Die CDU-Granden, denen die eigene Steuerungsmacht innerhalb dieser Unionsschwestern dann immer doch noch wichtiger war als ein Wahlerfolg mit einem Kandidaten Söder, der das Machtzentrum der Union nach München verschoben hätte, haben sich also für die innerparteiliche Machtabsicherung durch ihren CDU-Kandidaten Laschet entschieden. Aber die Geister der Unterstützung von Rot-Rot-Grün in den Medien, auf deren Wogen man selbst jahrelang immer wieder ins Kanzleramt zu surfen gedachte, wird man jetzt aber nicht mehr los, wie man gerufen hat, meine Damen und Herren. Das sehen wir in dieser Tage, denn der Damm ist gebrochen. Die sagen sich natürlich, warum bei einem laschen Unionskandidaten nicht doch lieber gleich das linksgrüne Original pushen und erwählen lassen. Womöglich noch mit Klima-Backup unserer engagierten jungen Menschen. Diese inkompetenten Schulschwänzer gehören, die uns die Welt erklären wollen. Bitte keine Vorauswahl von Wissenschaftlern durch politische Aktivisten. Auch hier müssen wir nüchtern und rational bleiben und bitte nicht die Schulschwänzer-Babys uns erklären lassen, wer die richtige Klimaforschung betreibt. Aber im System Merkel werden Probleme ja nicht gelöst, sondern man versucht sie immer wieder mit Geld zuzuschütten, dem eigens nur gedruckten, gegenwertlosen Betrugsgeld. Oder sie werden an Wohlfühlbeifall in Mainstream-Medienblasen ausgerichtet, einfach verbal verschleiert. All die desaströsen Fehlentscheidungen, die Sparanreihen durch Nullzinsen, die Erspartes vernichten im Zusammenhang mit Transfer- und Schuldenunion, Masseneinwanderung, Industriezerstörung durch fehlgeleitete Energiewende, die werden ja nur mittels der medialen Begleitpropaganda durchgebracht und weil die Folgelasten, die natürlich doch da sind für die Bürger, mittels uferloser Schuldenmacherei und dem helikopterweise im Haushalt abgeworfenen Betrugsgeld, was eigens gedruckt wird, verschleiert werden, was noch weiteres Inflationsbenzin ins große Geldverbrennen schüttet. Meine Damen und Herren, Deutschland unter dieser 16 Jahre Merkel-Regierung, Deutschland hat fertig, Zeit für einen Neustart mit der AfD. Migrationsmöglichkeiten überschritten und erreicht jetzt Völkerwanderungsniveau. Das führt zu einer immer weitergehenden Fragmentierung der Gesellschaft. Migranten, an westliche Werte nicht gewöhnt, adaptiert, nicht interessiert, kommen berechtigungslos ins Land, Zwecknutzung der Sozialsysteme, was 40 Milliarden pro Jahr verschlingt, verunmöglichen sachgerechte Bildung der einheimischen Kinder in sprachgemischten Klassen, wo kein Unterricht möglich ist, und zur Problemvertuschung Niveauabsenkung betrieben wird. Es ist leider so,
Und sie bedrohen die etablierte Gesellschaft durch überproportionale Kriminalität. Das Ganze durchgepeitscht mit einer politischen Ideologie, die den Pluralismus in einer Demokratie untergräbt. Es ist gerade diese planlos importierte, unheilvolle Vielfalt, sogenannte, die eine wünschbare demokratische Vielfalt ja gerade vernichtet. Jetzt sollen Minderheiten Ansprüche auf Vorrang, auf proaktive Bevorzugung, in Amerika Affirmative Action, die haben lange Erfahrung damit an den Unis. Minderheitenansprüche sollen auf Vorrang gestellt werden, unter dem Tenor einer Abhilfe gegen angebliche Diskriminierung. Zudem wird die Sprache politisch eingeschränkt. Eine aggressive Agenda zur Meinungsunterdrückung in Schulen und Unis, Politik und Medien samt einer mitlaufenden, unduldsamen Propaganda für sogenannte Solidarität mit anderen Ländern, die stets eine Einbahnstraße bleibt. Deutschland zahlt für den Rest von Europa und vor allem Beraubung der Deutschen bedeutet. Bleibt jetzt nur noch zum Schluss neben der FDP mit ihrem Prinzip lieber Lindner zeigen als gar nicht irgendwen zeigen, bleibt jetzt noch die AfD. Sie ist eine Nothilfegemeinschaft, sie ist das Angebot an die durch Merkel und ihre Duckmäuser politisch heimatlos gewordenen konservativen Bürger. Konservativ im breitesten Sinne von Widerstand leisten gegen einen Umbau Deutschlands ins Chaos, sei es bei Bildung, innerer Sicherheit, Energiewirtschaft, nationaler Souveränität gegenüber einer unübergriffigen EU oder eben der Migrationspolitik. Und bitte, meine Damen und Herren, die Lage ist viel zu ernst. Beide Denkschulen unserer Partei haben doch in ihrer jeweiligen Hinsicht auch Recht. Und wir müssen das doch verstehen. Die einen, denen es wichtig ist, den Zugang zur AfD möglichst niedrigschwellig zu halten, um so mehr Anhänger zu gewinnen. Ganz, ganz wichtig. Die anderen, die vielleicht, so möchte ich es jetzt mal interpretieren, zu bedenken geben wollen, dass lediglich nicht für rechtsextrem gehalten zu werden, auch noch kein Grund ist, dann wirklich gewählt zu werden. Soll heißen, wir müssen doch zweierlei leisten. Überhaupt für wählbar angesehen werden, entgegen allen medialen Verteufelungen und politischen Diffamierungen. Zu anderen aber auch den Menschen die Notwendigkeit vermitteln, in Deutschland sehr rasch wieder zum Kurs von Vernunft und der Vertretung eigener Interessen zurückzufinden. Und da will ich für die Grünen 20 Jahre Zeit haben, den Menschen diese Dringlichkeit wahrzumachen, braucht es dafür vielleicht, gerade bei den oft ein wenig obrigkeitshörigen und phlegmatischen Deutschen, auch klaren Wein, der eingeschenkt werden muss, wenn überhaupt noch was zu retten sein soll. Also, niedrigschwellig abholen, ja, nicht, natürlich nicht überziehen, keine unnötigen Hindernisse und Hürden aufbauen, einerseits, aber eben doch auch zur tatsächlich notwendigen Eile alarmierend aufwecken. Denn was an Umbau, meine Damen und Herren, der Wählerdemografie gegenwärtig durch Ausländerimport, Einbürgerungsgesetze, Geburtenraten unterwegs ist, das ist nicht irgendwann, sondern morgen schon direkt am Point of No Return. Also beiden Perspektiven bitte gerecht werden, kein Entweder-Oder, sondern kluge Gratwanderung zwischen niedrigschwelliger Zugänglichkeit und weckendem Alarm, was auch sprachlich immer wieder zu vermitteln ist. Dann sind auch, das verspreche ich Ihnen alle, beieinander und das ist auch, dafür ist das Projekt der Rettung unserer Zukunft in Deutschland zu wichtig, denn unser Land ist in größter Gefahr, die Demokratie ist in Gefahr. Diffamierung und Entrechtung von Opposition im Parlament, in den Medien, auf der Straße, Abschaffung der Meinungsfreiheit im Netz, beim Verfassungsschutz, fragwürdige Bundesverfassungsgerichtsurteile, die Regierungspolitik machen wollen, statt das Grundgesetz zu schützen, von nationaler Souveränität, indirekter Impfzwang, Grundrechtsbeschränkungen, die nie als erforderlich für ein gegebenenfalls höheres Gesundheitsinteresse nachgewiesen wurden, Netzzensur, politisch einseitige Demonstrationsverbote Berlin und. In keinem anderen Land, so die Umfrage kürzlich, fühlen sich die Menschen so unfrei wie in Deutschland. Nur 11% fühlen sich frei, 49% unfrei, 35% teilweise. Massenmigration mag das Ihrige dazu beitragen, Massenmigration samt Auflösung aller identitätsstiftenden Bindungen, seien es Familie,
Geschlecht, kulturelle Zugehörigkeit, Nation, Sprachzerstörung inklusive, der solchermaßen entheimatete Mensch soll nur noch kollektiv gesteuert werden, selber identitätslos, nationslos, kulturlos, bindungslos, abgespeist mit der Hohlformel Zusammenhalt, dem wollen wir bitte entgegensetzen, wieder das Bewusstsein für die Stärke unseres Volkes, die grandiosen Leistungen in Technik, in Kultur, Wissenschaft, in der deutschen Geschichte, in Philosophie und Musik, Literatur bis hin zu sozialer Marktwirtschaft und den deutschen Tugenden. Die wollen wir nicht verdrängen, wie es den schändlichen Manipulationsabsichten der Linken entspricht. Die wissen wir auch nicht, davon nicht reden wollen. Sondern wir wollen ausdehnen, gerade genau ausdehnen und selbstbewusst wieder in die Zukunft orientieren und diesem großen Erbe nacheifern. Deshalb retten wir, liebe Freunde, unsere äußere wie auch unsere innere Heimat. Retten wir diese Heimat in ihrer natürlich gewachsenen historischen Identität. Retten wir Deutschland, denn das allein noch ist inzwischen die letzte Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen.